Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen hier zurück zu einer kleinen, aber feinen Runde Autowerkstatt Simulator oder Walter schraubt wie bekloppt. Wir haben jetzt hier das gute Stück vor uns stehen, wo wir da die ganzen Arschvoll zu tun haben. Und da werde ich jetzt, glaube ich, erstmal hier eine ganze Ecke neu machen müssen. Unter anderem ein Anlasser, Ansaugstutzen, Batterie, Kolben mit Pleuelstange, Lichtmaschine, Nockenwellen, Zahnrad. Alter Schwede, ist richtig was los. Bäm, so pass auf, dann werde ich jetzt das Inventar erstmal leeren und werde da erstmal alles verkaufen. Da hätte ich eigentlich schon eine Aufnahmepause eben machen können, ich Vollidiot. Kling, 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 kling. So, jetzt haben wir so ein bisschen Geld zusammen. So, das heißt, alter Schwede, das heißt, ist alles für den Arsch, der Anlasser. Alter, wie sieht das denn hier aus? Krass. Boah. Das tut mir leid, dass die Karre nicht mehr läuft, das ist tatsächlich so. Also wer sowas wirklich so vergammeln lässt, auch im wahren Leben, der gehört verhauen, ey. Bei so einem Auto, ey, Kraftstofffilter, der muss auch getauscht werden. Boah. Vielleicht haben wir ja auf dem Wege auch schon automatisch den Fehler mitgefunden, der... Brumm? Hä? Ach da. Der dazu führt, was unser mysteriöser Fehler ist. Das weiß ich natürlich nicht. Wir lassen uns überraschen, was da so nebenbei alles noch so finden. Alter, guck dir das an, wie der aussieht, der Kerl. Die arme Sau. Wer macht denn sowas? Das ist nicht schön. So, muss der Turbo erst runter. Alter Schwede, da kennst du ja Bastian wie ein Großer. Da erinnere mich an Shionaras Worte. Ich bin diejenige, welche die erstmal alles auseinanderbauen würde, weil ich nicht weiß, was ich machen soll. Ja, in diesem Fall ist es tatsächlich so. Also da ist es wirklich das Beste, was du tun kannst. Alles auseinanderreißen. Boah! Ey, da hast du ja mehr Arbeit. Das ist ja schon ein Wochenplan, was du hier machen kannst. Alter Falter. Huch. Krasse Scheiße. Okay, ja, dann gehen wir mal munter fröhlich weiter an die Arbeit heran und werden uns einfach mal überraschen lassen, was wir hier noch so Schickes finden. Lichtmaschine ist auch hin, so wie es aussieht. Bäm, krass. So, was will er jetzt noch von mir? Warum heult er da noch rum? Ach, die Tragrolle ist da noch. Und warum kam ich da eben nicht dran? Lol, bist du doof. So, ja, im Zweifel wird die Flex genommen, ab damit, scheiß drauf, ja, scheiß die Wand an. So, dann können wir hier an das Nockenwellenzahnrad gehen, dann können wir die Nockenwelle rausnehmen. Und dann können wir immer noch nicht an den Zylinderkopf, weil wir brauchen noch den Kraftstoffverteiler. Und dann müssen wir hier noch die Zündkerzen rausdrehen. Jawohl, damit die Zündung im Motor auch stattfindet und der somit dann auch Vortrieb hat. Und dann können wir uns an den Kopf dran machen. Yay! So, bitteschön. Was haben wir hier noch? Motorblock. Ja, ich weiß. Kolben mit Pleuelstange. Ach, der muss getauscht werden, okay. Weil, sieht man schon, der ist scheiße. Um es mal so dezent auszudrücken. Muss ich denn dazu... Ne, reicht ja nicht, wenn ich von unten dran gehe, ne? So, das Flammenrohr komme ich auch nur von unten drunter dran. Okay, dann kann der Karren ja eigentlich hoch, weil von hier oben sind wir durch. Boah. Alter Falter, ey. Ist ja schon krass. Haben wir denn zufälligerweise schon etwas gefunden, was wir noch nicht kennen? Den Zahnriemen. Yay. Fahrwerksprobleme. Okay, das Auto ist laut. Ja gut, liegt wahrscheinlich daran, dass der Auspuff im Arsch ist. Denn so wie das aussieht... Ich muss das Öl ablassen. Jawohl. In einer guten Werkstatt nimmt man erst das Öl runter, bevor man am Motor schraubt. Was habe ich nicht gemacht? Das Öl abgelassen. Das alte Öl. Eigentlich hätte jetzt so von der Farbe her hier so richtig so Plörre rauskommen müssen. Das wäre richtig cool gewesen, wenn wir da auch noch dran gedacht hätten, da einfach Plörre zu nehmen. Kommst du mit? Danke. So richtige olle Plörre. Am besten noch so, das wäre natürlich auch cool, am besten noch so mit Metallspänen drin oder so. Da müsstest du nämlich wirklich raten, wo kommen die her? Warum sind die da? Hä? Ich wollte gerade sagen, bist du blöd?
Warum gibst du mir denn die Frage? Also das Spiel ist manchmal unergründlich, stelle ich gerade fest, weil da einfach Sachen passieren, die nicht passieren sollten. So, der olle Antriebswelle. Raus damit, damit wir hier an das Radnabenlager können. Da war nämlich ein undefinierter Zustand. Okay, dann müssen wir tatsächlich hier den Kopf mit runternehmen. Halt. Oh, andere Seite erst. Okay, haben wir hier noch irgendwas, was uns vielleicht nachher das Genick brechen könnte? Nicht, dass wir wieder einen Teil haben, wo wir nicht wissen, ob das kaputt ist. Sieht erstmal nicht danach aus. Okay, dann gehen wir jetzt hier noch auf die andere Seite. Dass wir dann hier auch alles runterkriegen. Weil die Aussage ja immer noch ist, Fahrzeug ist laut. Wir müssen noch an den Auspuff nachher ran. Siehst du, da hinten ist nämlich der Auspuff, der ist auch im Eimer. So, das hätten wir. Achso, ich wollte den Kopf runternehmen. Damit ich an die Zahnstange komme. So, das hätten wir. Sollen noch irgendwas machen? Achso, ich muss von... Ah ja, genau. Ich muss ja von innen noch an die Pleuelstange gehen. So, das hätten wir. So, dann können wir nämlich hier... Halt. Von der Steuerung manchmal etwas doof. Kolben mit Pleuelstange. Wieso komme ich da nicht raus? Kann vom Motorraum nicht erreicht werden. Bist du blöd? Ich weiß, deswegen bin ich auch unterwärts. Wie soll ich denn da sonst rein? Mit dem Autokran oder was? Hä? Hallo? Hoch und runter, auf und nieder, immer wieder. So, du kannst noch runter. Den Puff. Alter. Kommen wir da so einfach dran? Nee, ne? Wer stört denn da? Eine Lagerbuchse stört da. Eine einfache Lagerbuchse. Oh nein! Und dann können wir hier nämlich beigehen. Yay! Und damit wir es noch einfacher haben, nehmen wir erstmal das Rad ab. Der hat doch ein Rad ab. Der alte Sack. So. Was haben wir hier noch? Ah ja, okay. Der Stabilisator. Dann werden wir auf dieser Seite durch. Meine Stimme lässt mich gerade, glaube ich, so ein bisschen im Stich. Das finde ich doof. Voll doof. Voll doof. Querlenker. Alter, da ist ja wirklich alles im Arsch, ey. Krass. So, dann haben wir jetzt alles. Auto ist laut. Flammrohr, Turborohr, das haben wir. Ein Teil haben wir noch nicht gefunden. Okay, fehlerhafte Teile finde und mit dem Fahrwerk. Was fehlt denn da noch? Ah. Okay. Hintere Radnabe. Okay, da pass auf, da müssen wir doch den Eulen. Achso, die Schraube hinten. Da haben wir sie. Hintere Radnabe. Zustand unbekannt. Aber sieht auf jeden Fall scheiße aus. Deswegen baue ich die mal aus. Und dann sollten wir jetzt eigentlich alle Teile gefunden haben. Ja. Okay, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Ey, dann habe ich ja schon alles gefunden. LOL. Kann man denn irgendwas davon reparieren? Hinterer Querlenkerzustand. Mehr kann man nicht machen? Hat sie verschlechtert. Yay. Okay, dann lassen wir es. So, dann gehen wir, glaube ich, nochmal eine Runde shoppen. Das dauert nämlich eine halbe Ewigkeit, bis wir das alles haben. Halt! Ich muss noch die olle Scheißstange ausbauen. Wie mache ich denn das? Okay. Weil ich muss ja irgendwo... Achso, komm ich einfach so dran. Ja, toll. So, dann haben wir alles ausgebaut. Okay, dann... müssen wir einkaufen. Und zwar, was kaufen wir denn einen? Der Reihe nach? Anlasser, Ansaugstutzen R4. Anlasser. Ansaugstutzen R4.
Geht nicht, okay. Das haben wir. Dann brauchen wir Kraftstofffilter. Und einen Riemenspanner. Der alte Spanner. Kraftstofffilter und Riemenspanner, okay. Kraftstofffilter. Riemen. Spanner. Der alte Spanner. So, dann brauchen wir. Jetzt geht's nämlich los. Das wilde Gekaufe, ey. Eine Lichtmaschine. Und wir brauchen ein Zahnriemen. Also, Lichtmaschine. Ich hoffe, ich erwische jetzt den richtigen Zahnriemen. Ich glaube, der war das gewesen, ne? Ich kaufe den jetzt einfach. Richtig? Zahnriemen. Haben wir, genau. Und dann brauchen wir noch ein Nockenwellenzahnrad. Dieses Ding. Nockenwellenzahnrad. Okay, dann haben wir hier einen Zylinderkopf R4 und ein Flammrohr Turbo. Ein Zylinder. Oh, ein Zylinder Plus. Zylinderkopf R4. Und dann nehmen wir noch ein Flammrohr. Ein Flammrohr Turbo, habe ich gesagt. Flammrohr Turbo. Dann brauchen wir ein Radnabenlager und einen unteren Querlenker A. Unterer Querlenker A. Mir juckt die Nase, ich kriege noch einen drauf. Und ein Radnabenlager. Radnabenlager. Okay, dann brauchen wir weiter. Also ich weiß, ist ein bisschen langweilig jetzt. Aber es gehört nochmal dazu, man braucht nur mal die Teile. Die muss man eben kaufen. Wir brauchen eine Zahnstange und einen Puff. Auspuff. Was habe ich gesagt? Zahnstange. Nicht Zahnspange, sondern Zahnstange. Ja, schreibt doch Deutsch bitte. Das wäre schön. Zahnstange. Spange. Kittigit. Dann haben wir einen hinteren Querlenker und einen Stabilisator-Koppelstange hinten. Also. Quer. Hinterer Querlenker. Hinterer Querlenker. Dieses Ding und ein hinterer Querlenker oben. Hinterer Querlenker oben. Und hinterer Querlenker. Okay, was haben wir hier noch? Was habe ich gesagt? Stabi-Koppelstange hinten. Hallo? Schreibst du auch? Eine Koppel. So, und dann haben wir noch was? Oh ja, eine hintere Radnabe. Und ein Kolbenstange. Ein Kolben, hintere. Warte mal, mach mal Radnabe. Hintere Radnabe. Und ein Pleuel. Kolben? Ah ja. So, was haben wir noch? Das war's? Yay, das war's. Gut, die Freunde, dann würde ich sagen, bauen wir in der nächsten Folge das Auto zusammen und machen damit eine Testfahrt, weil ich glaube, ich habe alle Teile besorgt. Dann danke ich fürs Zuschauen, lasst mir einen Daumen nach oben da oder eben halt auch ein Abo. Wir sehen uns dann wieder zur nächsten Folge von was auch immer. Keine Ahnung, was nachher noch läuft. Und dann wünsche ich euch sonst noch einen schönen Tag. Bis dahin, ciao!